Guten Tag, verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauende und liebe Zuhörende. Ich bin derzeit mal wieder in meinem südwesteuropäischen Arbeitsgebiet im Bereich Südportugals, wo wir uns mit Permakultur beschäftigen, aber auch mit Wildkräuternahrung. Dafür gibt es hier nächstens auch eine Exkursion und von hier aus kann ich weiter bearbeiten, was in Deutschland im Ahrtal, in Leipzig zum Auwald oder zum Rappenalbach weiteres zu tun ist. Diese Zeit ist ja eine ziemlich beachtliche und ich finde sie insofern sehr beachtlich, als auch immer wieder in Frage gestellt wird, womit kann sich denn eigentlich ein Mensch alle beschäftigen? Und ich kann dazu sagen, die Filmserien zur Nahrung beispielsweise oder zu dem, was ein Mensch wohl benötigt oder auch dazu, was eine Aue oder ein Fluss wohl braucht, damit er wieder naturnah fließen kann und warum überhaupt das sinnvoll ist, dass die Menschen naturnah fließende Flüsse haben. Dies alles ist im Grunde genommen dadurch entstanden, dass meine Eltern sehr viel gereist sind, sodass ich an diesem Punkt sie herzlichst ermutigen möchte, mit ihren Kindern, mit ihren Eltern, mit ihren Familien und Freundesmitgliedern immer wieder die Tapete zu wechseln und andere Orte anzuschauen. Es ist so bedeutend zu erkennen, wie andere Menschen sich verhalten. Beispielsweise beobachte ich in verschiedenen Teilen Europas, wie die Menschen mit dem umgehen, was derzeit als Klimawandel bezeichnet wird. Ein ganz eigenes Thema. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns innerhalb unserer Länder austauschen. Und es ist ganz wichtig, dass das nicht nur unsere Leitgeschöpfe oder unsere Regierungsmitglieder tun, sondern dass das vor allem auch die Menschen tun. Manchmal wird so gesagt, die Menschen auf der Straße sollten miteinander sprechen. Ja, natürlich, das ist ganz wichtig. Und gerade in diesen Jahren gibt es außerordentlich beachtliche Entwicklungen. Das drücke ich vorsichtig aus. Es gibt wie üblich einige ganz besonders gute, nämlich es gibt neue gemeinschaftliche Dynamiken. Und da saßen wir vorhin mit einem interessanten Nachbarn zusammen, der unter anderem auch malt und philosophiert. Und wir spielten einen Moment durch, was wir uns denn eigentlich wünschen. Und ich habe hier zum Advent einen kleinen Wunsch. Wenn wir jetzt bei nächster Gelegenheit mal wieder auf eine Neuwahl zugehen, dann wünschen wir, so haben wir uns das gedacht, dass diejenigen, die sich um ein öffentliches Amt bewerben, zum Beispiel malen. Und es hat seine Gründe, warum ich empfehle, dass Menschen malen sollen. Ich sah neulich in einem Osnabrücker Restaurant ganz viele Menschen und da war ein Tisch und an diesem einen Tisch waren, glaube ich, 6 junge Frauen versammelt und eine Lehrerin und die haben alle gemalt. Malen in der Öffentlichkeit. Malen, das ist so wichtig. Ich wünsche also, dass unsere Leitpersönlichkeiten unter anderem malen. Ich wünsche auch, dass sie sich mit Fließgewässern auseinandersetzen. Denn Fließgewässer, das ist schon ein bisschen verstaubt, ist von 1988, Fließgewässer sind Auen, Lebensadern der Natur. Und was man in Fließgewässern sieht, wenn Sie zum Beispiel mal den Allier angucken, das kann man an den meisten deutschen Fließgewässern nicht mehr sehen, weder in Leipzig noch in Dresden. Man kann es nur ansatzweise vermuten. Und manchmal den Regenabflüssen auf Sandwegen mehr, denn an unseren eigentlichen Gewässern denken Sie an den Vater Rhein. Aber im Grunde sind Fließgewässer Abbilder des menschlichen Lebens, Metaphern des menschlichen Lebens. Das ist was ganz Beachtliches.
Und es geht mir dabei gar nicht darum, wie wir das unter anderem auch in Leipzig tun, dass dann ingenieurbiologisch und naturwissenschaftlich, biologisch und so weiter zu begleiten, sondern wesentlich auch darum zu zeigen, dass Fließgewisser ein Teil des Herzens dieser Erde sind, Lebensadern der Natur. Und jeder von uns weiß, was passiert, wenn das Blut stockt, wenn den Fließgewässern das Wasser stockt, dann geht das ganze Ökosystem dahin. Und dann sollen wir nicht lange drum rumreden, wie man es leider in Leipzig schon viele, viele Jahre macht. Man sollte sie tatsächlich beherzt wiederbeleben. Das geht. Und in einer ähnlichen Art und Weise ist das mit dem Wald. Und ich zeige auch dieses Buch aus einem ganz besonderen Grund. Hier schreibt ein ausgewiesener Naturwissenschaftler, Pierre Ibisch, und ein Förster, Peter Wohlleben. Förster gehören einer Eingriffsdisziplin an. Die Ökologen gegebenenfalls sind diejenigen, die vielleicht überprüfen, ob die Eingriffe sinnvoll sind. Und die beiden, die sind dadurch umstritten geworden, unter anderem, dass sie das, was sie hier schreiben über Wald, vertreten können, es aber nicht bei allen Anklang findet. Und vielleicht erinnern Sie und ihr euch an einen Film in meinem Kanal Natur und Mensch mit Aussagen von Karl Jaspers, der beschrieb, wir konnten trefflich streiten, aber wenn wir Pause gemacht haben, Mittag oder ähnliches, dann war der ganze Fachstreit vorbei, dann haben wir freundlich miteinander gesprochen. In dieser Zeit gibt es zu viel Dynamik, die abgrenzend wirkt. Und das ist vorbei. Dazu möchte ich sagen, ich sah neulich einen ganz wunderhübschen Film von einem Herrn Kautz. Und dieser Herr Kautz vermittelt unter anderem die Botschaft, hört doch mal darauf hin, wie ein Mensch spricht. Und wir sprachen vorhin hier von Menschen, die hier auf dem Land leben. Und wenn wir dann aus den enorm dynamischen Zivilisationszentren Mitteleuropas kommen, dann sind wir alle so kurzfristig getackt, so schnell. Und wenn man dann mit diesen Menschen hier spricht, dann sagen sie, ja, wart mal ab, lass das mal einen Moment sacken. Und das ist Ausdruck einer ganz bestimmten Religion. Aber das hat nichts damit zu tun, was wir in der Regel mit unseren Religionsgruppen verbinden. Es ist ja ganz ungeschickt, dass Religionen oftmals zu Kriegen führen. Auch das haben wir in unserer Zeit immer noch, seit Jahrtausenden. Aber das, was darin zum Ausdruck gebracht werden will, ist doch, lass doch mal die Seele und das Herz kommen. Beobachte, beurteile nicht. Ich schreibe irgendwo etwas und 3 Minuten später kommt ein WhatsApp oder so und da sieht jemand die Haare in der Suppe. Da bin ich vollkommen erstaunt und sage, warum? In jeder Suppe können Haare sein. Das wäre nicht das Schlimmste, wenn die mal da drin wären. Ja? Ihr versteht mich bitte richtig. Wie beim Essen. Was meint er denn? Dreck reinigt den Magen, wenn das eine alte Tante gesagt hat. Also wenn wir einfach mal in aller Ruhe in eine persönliche Betrachtung gingen und auch in ein Seinlassen des Gegenüber. Du denkst ganz anders als ich in dieser und jener Sache. Aber ganz viele sagen mir, man muss so denken. Andere sagen mir, man muss so denken. Das ist aber doch Unsinn. Ich bin kein Mann. Mit N, mit einem N. Ja, ich schaue mir an, was der und jener sagt, lese ganz verschiedene Informationen, gedruckt, telefoniert und sonst was. Und was dabei herauskommt, ist meine eigene Idee, das, was ich daraus mache. Und
Und meine Idee zu dem Thema Neuwahlen ist einfach. Ich wünsche mir, dass ich sehe, wie unsere Regierungsmitglieder mit Kindern umgehen. Ich möchte vor allem beobachten können, wie gehen Kinder auf diese Menschen zu. Und zwar nicht, indem das vorher eingeübt wird, fotografisch super gestellt, nein, offen. Wie ist die Entscheidung? Wie geht ihr mit Kindern um? Wenn jemand keine Kinder bekommen kann, macht das nichts. Es sind so viele herrenlose und damenlose Kinder unterwegs. Dann kann man ihnen helfen, indem man sie zum Beispiel zu sich nimmt oder von mir aus auch adoptiert. Ich wünsche, unsere großen Politiker singen zu sehen, nicht so harte Reden zu schwingen. Und andere sind immer schuld oder wir sind immer die Besten und umgekehrt. Das ist auch alles in Ordnung. Nein, aber singen, auch tanzen. Warum darf nicht getanzt werden? Ich war mal vor vielen Jahren in der alten Oper in Frankfurt. Die hat man ja mit viel Mühen aus Spendengeldern wieder aufgebaut. Und da war eine irische Volksgruppe. Und Boran und so weiter. So, und die haben den ganzen Saal auf den Kopf gestellt. Und die Iren, die waren ganz erstaunt. Mensch, Leute, ihr wollt alle mittanzen, aber die Reihen in dem Theater sind viel zu eng. Also mussten die Leute alle raus und dann haben sie alle mitgemacht. Ja? Enchanté, ich bin berührt. Gehen wir mit. Das Wesentliche hat mal Saint-Exupéry gesagt. Du siehst nur mit dem Herzen gut. Du brauchst die Politiker, die Schauspieler, die Journalistinnen, die Künstler und so weiter nur angucken. Deine Mitmenschen. Du brauchst nur hinhören, selbst wenn du sie gerade nicht siehst. Und du weißt, wie es ihnen geht, aber du wünschst, dass es ihnen gut geht. Das wünschen die absolut meisten Menschen. Und wenn wir wirklich mal Menschen kennenlernen oder von ihnen hören, wo wir den Eindruck haben, sie könnten nicht wünschen, dass es anderen gut geht, dann darf ich sagen, die Kindheit oder Jugend dieser Menschen wollte niemand von uns gehabt haben. Es geht nicht darum, in der Welt Friede, Freude, es geht nicht darum, in der Welt Friede, Freude, Eierkuchen zu säen. Das geht überhaupt nicht. Wir sind in einem Yin-Yang-Universum. Ja? Aber an uns könnte es liegen, die Balance herzustellen. Und wenn jemand viel Negatives hat, dann darf man hier auf die Seite nichts werfen. Das gehört dann dahin. Wo Krieg ist, muss Frieden gesät werden. Aber nicht umgekehrt. Ich danke für die Aufmerksamkeit.